So geschrieben. Es ist so. Man sagt ja immer, es gibt keinen richtigen Zeitpunkt. Ich glaube, wir können uns aber alle darauf einigen, dass dieser Zeitpunkt vielleicht nicht ganz ideal ist, aber es ist, wie es ist. Und in Wahrheit freuen wir uns riesig, weil es immer ein Wunder ist. Mein Mann und ich, wir erwarten unser drittes Kind Anfang April. Das ist jetzt an sich sozusagen nicht eine außergewöhnliche Situation für Frauen, die im Beruf stehen. Ich glaube, da gibt es ganz viele, die sich in dieser Situation die Frage stellen, wie machen wir das, wie ist das? Aber trotzdem ist mir natürlich klar, dass sich die Frage stellt, weil ich gerade den Parteivorsitz übernommen habe und nächste Woche den Clubvorsitz übernehme. Und deshalb wollte ich auch darüber informieren, dass wir den Plan haben, dass ich sozusagen zum April hin und dann im April mir einen Monat Auszeit nehmen werde und mein Mann aber eigentlich mit dem ersten Tag dann in Karenz gehen wird, worüber ich mich sehr freue und ich ihm auch sehr dankbar bin und er sich auch sehr freut auf diese Zeit. Das heißt, ich freue mich wirklich riesig. Wenn Sie mich fragen, ob das geplant war, dann sage ich Ihnen ehrlich, nein. Mein Mann und ich können auch über uns lachen, aber wir freuen uns und wir haben eine gewisse Übung bei Nummer 3, muss man sagen, und haben ja auch schon zwei, wie soll man sagen, tatkräftige Unterstützerinnen zu Hause. Und jetzt bleibt alles beim Alten. Ich freue mich nächste Woche mit 27. das Mandat im Nationalrat zu übernehmen von Matthias Strolz und damit auch den Clubvorsitz. Und wie ich auch gesagt habe, verspreche ich eine sehr tatkräftige Opposition. Das sage ich vielleicht auch noch, weil ich das ein bisschen immer lese. Ich verstehe schon, dass das derzeit sozusagen nicht gerade die beste Zeit, vor allem für die anderen Oppositionsparteien ist, aber NEOS ist seit Anfang an, seit dieser Legislaturperiode, sehr aktiv in der Oppositionsarbeit. Denken Sie daran, wie maßgeblich meine Kollegin Steffi Crisper an der Aufdeckung und auch sozusagen dem Vorantreiben dieses BVD-Skandals beteiligt war. Oder denken Sie daran, dass wir von Anfang an gesagt haben, dass die Schwerpunktsetzung dieser Ratspräsidentschaft eine falsche ist. Und mittlerweile geben uns ja auch internationale Medien in dem Echo zum informellen Gipfel in Salzburg recht. Oder um ein drittes Beispiel zu nehmen, mein Kollege Gerald Lorca, der also diese 1 Milliarde Patientenmilliarden-Lüge der Regierung im Zusammenhang mit der Sozialversicherungsreform wirklich 1A letztes Wochenende auseinandergenommen hat. Also wir sind da, wir sind tatkräftig, wir sind am Spielfeld und ich habe immer gesagt, ich bin eine leidenschaftliche Oppositionspolitikerin, weil für mich Opposition eine Seite einer Medaille ist, die den Namen Demokratie trägt und eine sehr wichtige und ehrenhafte Aufgabe und auf die freue ich mich sehr. Vielen Dank. Gibt es Fragen? Soll ich es nochmal sagen? Wow, jetzt muss ich mir alle schauspielerischen Fähigkeiten muss ich wieder rauspacken. Wirklich? Ernsthaft jetzt? Okay. Wer ist denn live drauf? Für wen wird es jetzt peinlich? Na gut, also ich... Einen wunderschönen... Ihr seid live. Also, einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Ich weiß, dass persönliche Erklärungen in letzter Zeit ein wenig überhand nehmen. Und damit niemand in Panik oder Schnappatmung verfällt, haben wir auch gleich ein Smiley dazu geschrieben. Nein, ich werde nicht zurücktreten. Obwohl ich von Anfang an gesagt habe, Europa ist meine Herzenssache. Ich habe sozusagen Europa immer zur Chefinnensache gemacht, werde ich auch nicht antreten bei der Europawahl. Man sagt ja immer, es gibt nicht den richtigen Zeitpunkt, aber ich glaube, wir können uns alle darauf einigen, dass dieser Zeitpunkt nicht ganz ideal ist. Trotzdem freuen wir uns sehr und es ist auch immer ein Wunder, muss man sagen, mein Mann und ich, wir erwarten Anfang April unser drittes Kind. Falls Sie mich fragen, ob das geplant war, so sage ich ehrlich nein. Mein Mann und ich können auch sehr darüber lachen, aber wir freuen uns, wie gesagt, riesig. Und wir haben eine gewisse Routine beim dritten Kind und ja auch schon zwei wirkliche Expertinnen, größere Helferinnen zu Hause, die uns auch helfen werden. Jetzt bin ich in einer Situation wie viele Frauen, die im Beruf stehen, viele Familien, die sich die Frage stellen, wie organisiert man das? Also ich bin da nicht in einer außergewöhnlichen Situation. Trotzdem verstehe ich, dass es da Fragen gibt. Ich habe jetzt eben erst mehr oder weniger den Parteivorsitz übernommen und übernehme nächste Woche den Clubvorsitz. Das heißt, ich möchte informieren, dass ich sozusagen gegen April hin und dann im April mehr etwa einen Monat Auszeit nehmen werde und mein Mann aber dann von Anfang an in Karenz gehen wird, etwa ein Jahr. Und er hat das auch schon besprochen als Richter, also das ist eigentlich alles geklärt. Er freut sich auf die Zeit sehr und ich freue mich, dass wir das so partnerschaftlich teilen. Ansonsten bleibt es beim Plan. Nächste Woche Donnerstag übernehme ich das Nationalratsmandat von Matthias Strolz und damit auch den
Clubvorsitz und freue mich wirklich schon sehr auf die Tätigkeit im Parlament. Und weil ich das immer wieder höre, ich verstehe es auch, ich meine, es ist keine leichte Zeit für die anderen Oppositionsparteien, muss man ganz klar sagen, aber es ist immer so ein Abgesang auf die Opposition und das trifft nicht zu auf NEOS. Wir sind seit Anfang an, seit dieser Legislaturperiode nicht nur stabil, sondern auch sehr tatkräftig in der Oppositionsarbeit. Um drei Beispiele zu nennen, möchte ich die Steffi Crisper erwähnen, die wirklich maßgeblich diesen BVD-Skandal aufgedeckt hat und vorangetrieben hat. Ich möchte daran erinnern, dass wir als erste und einzige die Schwerpunktsetzung dieser Regierung bei der EU-Ratspräsidentschaft kritisiert haben, weil es einfach monothematisch ist. Und ich glaube, die internationale Presse heute nach diesem informellen Gipfel gibt uns da recht. Und als drittes Beispiel möchte ich den Gerald Lorca erwähnen, der wirklich diese Sozialversicherungslüge mit dieser angeblichen Patientenmilliarde der Regierung letzte Woche wirklich 1A auseinandergenommen hat, sodass das wirklich niemand mehr glaubt. Also wir sind da tatkräftig am Spielfeld und ich habe immer gesagt, ich bin eine leidenschaftliche Oppositionspolitikerin, weil für mich Oppositionsarbeit eine Seite ist der gleichen Medaille mit Namen Demokratie und eine sehr ehrenhafte Aufgabe und sehr wichtig in diesen Zeiten. Danke sehr. Ja. Schau. Gibt es Fragen? Ja, genau. Ist richtig. Ich bin im vierten Monat, ja. Es war im Juni, also ich habe es nicht gewusst. Ja. Weitere Fragen noch? Ich war auch noch nicht schwanger, als ich den Parteivorsitz übernommen habe. Na, wirklich nicht. Können Sie rechnen, es geht sich aus. Wie gesagt, ich sehe das natürlich und ich habe auch nächste Woche einen Termin eigentlich ausgemacht mit Christian Kern, weil ich auch auf die anderen Oppositionsparteien zugehen wollte, um zu sagen, was sind für gemeinsame Anliegen, die wir haben, können wir uns nicht auch auf ein Programm einigen, weil mir ist schon klar, dass es sehr schwer ist, gegen diese Message Control da durchzukommen. Trotzdem noch einmal, uns gelingt es immer wieder, Dinge aufzuzeigen und es passiert ja auch was. Ich würde ja auch sagen, dass diese Bestellung oder die angedachte Bestellung des Richters am Bundesverwaltungsgericht Keil ja letztlich auch nicht nur, aber auch durch unseren Protest Gott sei Dank nicht zustande gekommen ist. Also wir bewegen etwas in Opposition, wir legen den Finger auf die Wunden und das werden wir auch weiterhin tun. Also ich sage, ich kann nichts dafür, wie die SPÖ benannt ist. Das ist Schau, was soll ich dazu sagen? Ich würde sagen, ich stehe da tatkräftig voller Energie und ich wachse sogar jetzt in den nächsten Monaten. Also das heißt, ich lege ja Gewicht zu. Ich tue mir wirklich jetzt schwer, die SPÖ zu kommentieren, aber ich meine, die SPÖ hatte über viele, viele Jahrzehnte ein Versprechen und das ist Macht. Das heißt, die sind in ihrer ganzen DNA eine Regierungspartei. SPÖ und ÖVP haben sich das Land aufgeteilt und diese Partei kann nicht Opposition. Wenn das Machtversprechen nicht mehr gegeben werden kann, dass das zentrale Versprechen der Sozialdemokratie auch ihren Anhängern gegenüber ist, zerbröselst du. Ich glaube, du brauchst nicht immer den Bihänder. Wir haben ja auch dieses Motto, dieses Fight Back with a Smile, jetzt in Bezug auf Europa auch, in Bezug auf die sozusagen mögliche Zerstörung durch Rechtspopulisten, Rechtsextreme und Nationalisten gewählt, weil ich glaube auch immer Empörung und Bihänder nicht immer die richtige Antwort ist. Manchmal muss man es auch humorvoll sie mit in den Spiegel vorhalten und manchmal braucht man vielleicht auch ein Florett. Weitere Fragen? Dann bedanke ich mich fürs Kommen. Danke sehr. Tag.